Hallo, 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 hier ist wieder Schucki Banuki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi. Ja, nee, ich bin der Sashi. Hast du das, ja. Hast du das gesagt? Ich ja. bin der Sashi. Ja, und du bist? Der Daniel. Das ist richtig, genau. Ja. Ja. Wir haben heute den 15. Dezember und am 15. Dezember, kurz vor Weihnachten, haben Leute Geburtstag, sind wir ganz schön. Ja, haben Leute Geburtstag. Und ein prominentes Geburtstagskind ist heute? Renate Künast. Ja, ist so, von den Grünen. Von den Grünen, genau, ja. Seit 2002 Mitglied des Bundestags, als Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und so weiter. Viele, viele verschiedene Jobs ausgeführt. Ich finde bemerkenswert, sie hat einen Zweitnamen, Renate Elli Künast. Warum ich das bemerkenswert finde, es gibt so diese volle Granate Renate oder Elli Pirelli, die schnellste Kuh von Texas. Könnte beides passen. Ja, viele Attentäter haben wir ja auch bei unseren letzten gemeinsamen Sendungen. Ja, richtig. Ja, viele ja. Attentäter ja. Haben ja auch einen Doppelnamen. Renate Elli Künast, die Attentäterin von Königs Wusterhausen. Wen? Königs Wusterhausen, da ist sie geboren. Ne? Ach so, ja. Okay. Ja, wer weiß. Ja, am 15. Dezember 1965 gelingt der USA im Rahmen des Gemini-Projektes das erste Zusammentreffen zweier Raumkapseln im All. Ach komm. Und dann sind die dann so rüberspaziert. Mhm. Ja, das war 1965. Ja, und 1969, wissen wir ja, Mondlandung haben sie da. Ja, ja, ja. Ja, auch dieses Gemini, wer weiß. Ach. Wer weiß, in welchem Studio das gedreht worden ist. Mhm. Ja. Kommt jetzt auf. So, 15. Dezember, was ist da noch passiert? Robert Heutzer, sagt ihr das noch? Ja, Robert Heutzer. Mhm. Der hat, das war am 15. Dezember das Spiel? Das war am 15. Dezember, war das nicht das Spiel, sondern da ist das Gerichtsurteil so bestätigt worden in der zweiten Instanz, obwohl der Staatsanwalt in der ersten Instanz eigentlich Freispruch gefordert hat, bestätigte der Bundesgerichtshof, dass er für 29 Monate ins Gefängnis wegen Spielmanipulation. Das war Hamburg gegen Paderborn, oder? Richtig, genau. Richtig, genau. Ja, was ich alles weiß. Ja. Hamburg gegen Paderborn hat er verpfiffen, da hat er irgendwie irgendwas die Pfeife manipuliert. Und vorher hat er, glaube ich, irgendwie über jemanden dagegen, also gewettet, wie das Spiel ausgeht. So. Mhm. Ja. Heutzer. Das ist eigentlich nur für ein Flatscreen-Fernsehen hat er das, glaube ich, gemacht. Und, okay. Und für 30.000 Euro oder sowas. Also wirklich Pillepalle. Ja, also ich sag mal so, das ist ja wie so oft im Leben, wenn es einmal funktioniert hat, macht man es vielleicht nochmal und so ist da mit Sicherheit, ist da noch mehr gelaufen. Meinst du? Dann läuft noch mehr. Das meinst du, läuft noch aktuell noch mehr? Weiß ich nicht, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber vorstellbar ist mir das auf jeden Fall. Ja, ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also gut, man hat ja eine gewisse Macht in dem Sport, es geht ja um sehr viel Geld. Ja. Da wird bestimmt irgendwie mal so hier und da ein bisschen was geschoben. Oft kann ich halt nicht nachvollziehen bei Fußballern, die sowieso schon ohne Ende Gage kriegen für ihren Mini-Auftritt, den sie da leisten. Und wenn so jemand Spiele manipuliert, ja, das ist mir unverständlich. Beim Schiedsrichter kann ich es noch einigermaßen nachvollziehen. Ja, so ein Flatscreen ist ja schon was. Ah, was? Ja, was meinst du, wenn du so ein Flatscreen zu der damaligen Zeit zu Hause gehabt hast, an der Wand hängen, da konntest du schon mal irgendwie eine Perle mit beeindrucken. Warst du King of the Congo, oder? Ja, aber, ja genau. Der am Held, 15. Nee, was willst du sagen? Komm. Der Held aus Bitterfeld. Der Held? Der Held aus Bitterfeld warst du dann. Ah, ja, naja. Ja. Okay, wo waren wir? Am 15. Dezember 1939 kam auch ein Film in die Kinos, war die Uraufführung von dem Film Vom Winde verweht, Gone with the Wind. Oh, kennst du? Ja, kenn ich. Ja. Habe ich früher regelmäßig die ganzen Taschentuchpackungen leer gemacht, immer wenn ich so war. Ich finde eine Szene bei Vom Winde verweht geil. So ziemlich am Anfang. Da sind sie auf den Plantagen, dann sind diese Sklaven ja da auf den Plantagen, die da arbeiten. Ja. Und dann ruft einer: Feierabend! Ja, so. So. Und dann sagt der Vorarbeiter: Ohne Scheiß, die Szene gibt es wirklich in dem Film. Ne? Dann sagt einer von den Vorarbeitern: Du nix sagen, wenn Feierabend, ich sagen, wenn Feierabend. Feierabend! Total hirnrissig, diese Szene. Geil. Soll auch gar nicht lustig sein, sondern es ist in dieser. Ich fand es immer so saugeil. Also seine Eigendynamik. So die ersten 2-3 Minuten ist es, glaube ich, irgendwie in diesem Film, wo diese Feierabendsituation ist. Wie auch immer. Ja, das war der 15. Dezember. Wir sehen uns morgen wieder am 16. Dezember. Wir gehen große Schritte Richtung Weihnachten. Ja. Aber macht ja nichts. Und jetzt machen wir Feierabend. Tschüss, Sophie.